Und wir freuen uns sehr, dass Andreas uns das jetzt erklärt. Andreas, wo bist du? Ist so versteckt. Herzlich willkommen, Andreas Noll, unser alter Vorsitzender. Na, nicht ganz so optimal. Ja, jetzt haben Sie den Großteil des Vormittags schon hinter sich. Viel Input bekommen, viele Ideen, viele Vorstellungen. Viele Ideen und Vorstellungen, wo man hingehen kann in den nächsten Tagen und wo man nicht hingehen kann, weil man sich nicht teilen kann. Das heißt, die Verwirrung ist wahrscheinlich ein bisschen gestiegen. Und das ist eigentlich nicht schlecht so, denn die Verwirrung, Dun, ist der Zustand, den wir eigentlich fast erreichen wollen, wenn wir da ankommen wollen, im DAO. Denn Hundun, Dominik hat heute früh darüber gesprochen, Hundun ist eben auch ein Zustand der Verwirrung. Also seien wir froh darüber und ich werde zu der Verwirrung noch ein bisschen beitragen. Es dreht sich um Gedanken, die wir vielleicht nicht in der alltäglichen Praxis machen. Aber gelegentlich sollten wir auch über Dinge reflektieren, die eben nicht so alltäglich sind. Dinge wie Leben und Tod, Sterblichkeit, Vergänglichkeit, kurzum über Dinge, deren Erörterung einen sowohl trübsinnig machen, als auch die ganz großen, nahezu erleuchtenden Einsichten verschaffen könnten. Lassen Sie sich doch einen Augenblick Zeit, diese Assoziationsketten hier auf sich wirken zu lassen. Fällt Ihnen auf, wie plakativ der linke Teil der Grafik erstrebenswert zeigt? Erscheint alt gleich gut, natürlich gleich gut und die Verkehrung auf der anderen Seite. Alles Künstliche ist schlecht, alles Ungesunde ist falsch. In diesen Vorstellungen leben wir häufig. Gerade Letzteres, alles Ungesunde ist falsch, ist auch ein Thema, was wir immer wieder mit unseren Patienten diskutieren müssen. Die gehen doch zu 90% davon aus, dass alles aus dem Bioladen oder mit dem Biosiegel, also was natürlich ist, auch gut und gesund ist. Am besten roh und ungeputzt verzehrt ist die Möhre geradezu Garant für langes Leben und Gesundheit. Das ungeschälte Getreide wird mit den noch vorhandenen Backenzähnen zermahlen, die blähende Unverdaulichkeit ignoriert als notwendige Begleiterscheinung eben gesunder Ernährung. Dabei war ja eigentlich die Erfindung des Feuers ein großer Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit, weil man Nahrungsmittel damit kochen und somit a. wohlschmeckender und b. besser verdaulich machen könnte. Aber das rührt viele Menschen wenig, denn hängen wir doch alle fest an vielen Assoziationen. Auch wir hier, wir betreiben eine alte Medizin, zitieren alte Bücher der alten Chinesen. Ungeachtet der Tatsache, dass auch die Chinesen ihre heilkundlichen Auffassungen an die Erfordernisse der jeweiligen Zeitepoche angepasst hatten. Tun wir das eigentlich auch? Ist das für uns sogar sehr legitim und erforderlich? Und so leben und denken wir heutzutage fast bipolar. Das Alte, Schöne und somit Gute wollen wir bewahren. Und vor allen Dingen wollen wir das Alte haben, was schon längst vergangen ist. Das Manufaktum-Prinzip. Die guten Dinge, Gott sei Dank, gibt es sie noch. Inzwischen gibt es zwar praktischere und billigere Dinge, wie Mobiltelefone oder hautschonende Seifen, aber wen überfällt nicht eine sehnsüchtige und schnell kaufsüchtige Rührung, wenn er ein schwarzes Kabeltelefon wiederentdeckt, das in den Tiefen der Kindheitserinnerungen verschwinden drohte? Die Frage ist immer, was können wir wann und wozu gebrauchen? Was ist vom Alten heutzutage noch nützlich? Welche Erfahrungen der alten Philosophen, sei es aus dem alten Griechenland oder aus dem alten China, decken die Bedürfnisse ab, die wir jetzt Menschen hier in Europa haben? Vieles muss es davon geben. Sonst hätten sich zum Beispiel auch nicht hier so viele TCM-Begeisterte eingefunden.
Und vor allen Dingen könnten wir von unserem heilkundlichen Handwerk nicht leben. Die Patienten würden überhaupt nicht akzeptieren, was wir mit ihnen so anstellen. Es gibt viele Elemente aus dieser alten, fernen und völlig fremden Heilkunde, die wir erkennen, nutzen und gebrauchen können. Aber eben nicht alle. Und vor allem, diese Elemente verändern sich. Sie verwandeln sich, erleben eine Umwandlung, wenn sie in unserer Welt und heute gebraucht werden. Was passiert denn da eigentlich? Da kommt uns etwas zu uns etwas aus der exotischen Ferne. Es kommt uns zu Ohren. Wir finden es gut, weil wir uns angesprochen fühlen. Es wird ein Bedürfnis erfüllt. Und wir ziehen Parallelen zu dem, was bereits schon zu unserem eigenen Wissens- und Erfahrungsschatz gehört. Schauen wir uns einmal an, wie es mit dem Thema dieses Kongresses ist. Und stellen uns Fragen. Worum geht es? Um Essenz und Geist, die etwas miteinander zu tun haben und die sich wechselseitig ergänzen. Qing nähren, bewahren, um es dann irgendwann und irgendwie zu Shen zu transformieren. So eine gängige Vorstellung. Dazu gehört auch, und das ist wesentlich, eine ganz besondere Vorstellung von Shen. Shen ist Geist, ist Erleuchtung, ist geradezu der Himmel. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Geist und Seele eigentlich ist? Das haben schon unendlich viele Philosophen und Heiler vor Ihnen schon getan. Und sie kamen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Es kam ganz darauf an, wann und wo sie lebten. Unsere Seelen- und Geistervorstellungen schwanken irgendwo zwischen Halloween und dem jüngsten Gericht. Die eines Chinesen aus der Han-Dynastie zur Zeit Christi Geburt zwischen dem Einfluss des verstorbenen Großvaters und Wurmseelen, die Spitzel der Gottheiten im Körper eines Menschen sind und dessen Fehler unverzüglich den Gottheiten melden. Welche geistige Ebene wollen wir erreichen? Wann sind wir perfekt? Die mittelalterliche Alchemie bei uns suchte den Stein der Weisen. Ist Weisheit Erleuchtung? Die Alchemie der alten Chinesen ging eigentlich ganz andere Wege. Das Ziel der Umwandlung zur Perfektion ging zurück. Im Dao de Jing heißt es, das Dao schafft das eine die zwei die drei, die 10.000, die drei die 10.000 Dinge. Die 10.000 Dinge tragen das Dunkle im Rücken, das Licht in den Armen. Der Atem des Leeren jedoch macht den Einklang. Die 10.000 Dinge, das sind die unendlich vielen Manifestationen und Erscheinungen von Dao in der Welt. Das Dao selbst zu erreichen, bedeutet von dieser vielfältigen, komplizierten, bunten Welt zurückzukommen zur Einfachheit, zum Einen. Von da aus, von diesem Einen, ist es noch ein ganz kleiner, aber entscheidender Schritt zur tatsächlichen Essenz des Lebens und des Daseins, zum Qing dieser Welt, dem Dao. Nicht Weisheit, Klugheit oder geistige Erleuchtung, nicht das Oben, sondern das Einfache, Kleine und Ursprüngliche ist das Ziel. Die große Frage, Tod und Leben, eigentlich nichtig, wenn man einen Weg gefunden hat, die wie auch immer geartete Unsterblichkeit zu erlangen. Sei es nun mit Kräutern oder Mineralien, Gebeten oder Ritualen, Meditationen oder Imaginationen. Die meist daoistischen Sucher nach Unsterblichkeit waren sehr, sehr kreativ, aber auch dieses je nach den Erfordernissen und Bedürfnissen ihrer jeweiligen Zeit. Hier in diesem Ambiente von Rothenburg, wo Sie die Fantasie schweifen lassen können und nächtens vielleicht die Geister der Alchemisten des Mittelalters erahnen können, möchten wir Ihnen gerne etwas mehr über deren fernöstliche Kollegen erzählen. Es geht heute Nachmittag um Schamanen, Zauberer und Daoisten.
Die haben versucht, mittels fantasievoller Methoden und Rezepte die Unsterblichkeit zu erreichen. Es dreht sich in dieser Zeit vor allem um Weidan, die äußere Alchemie, der sich Daoisten und auch Buddhisten widmeten. Die Unterscheidung zwischen Buddhisten und Daoisten war nicht so ganz einfach. Das wurde alles in einen Topf geschmissen. Morgen Vormittag geht es in einem Workshop, Livia hat schon angekündigt, von Martina Dager um die innere Alchemie, um Neidan. Diese innere Alchemie, die entfaltete sich erst seit ungefähr 1000 Jahren in China als ein Zusammenfließen buddhistischer und verschiedener daoistischer Vorstellungen. Ziel dieser inneren Alchemie war die Unsterblichkeit des Individuums, zum Beispiel durch Imagination des inneren Embryos. Und in puncto Embryos haben die Frauen den Männern etwas voraus. Das wird Livia auch noch ausführen. Morgen Nachmittag und am Sonntag haben Sie die erstmalige Gelegenheit, auf diesem Kongress eben Livia Cohn kennenzulernen. Livia ist, kann man sagen, die Spezialistin für heilkundlichen und religiösen Daoismus weltweit. Ich hoffe, die Bücher von ihr sind auch verfügbar hier. Hoffen wir es. Gut, ich bedanke mich und hoffe, Sie werden Erkenntnisse und die Verwirrung erlangen in den Vorträgen in den nächsten Tagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas. Und nun zum Abschluss des